dann heute mal in dein Klassenzimmer, okay? Hey, da bin ich doch jeden Tag. Der Schulhof ist nicht das Klassenzimmer. Wenn ich wieder mal was rauchen will, schon. Du kippst dir noch alle Gehirnzellen weg. Deine Mutter ist doof. Du bist mein Bruder, es ist auch deine Mutter, du elender Vollidiot. Ach ja, dann ist dein Vater eben blöd. Na und, den kenne ich überhaupt nicht. Stimmt, ich auch nicht. Ich bin im Fernsehen! Oh, scheiße! Erst diese Talkshow und jetzt das! Oh, Mann, ich bin schon ein richtiger Star! Erzähl uns etwas über Drew. Naja, sie hatte einen Wahnsinnsarsch. Der war bombastisch. Wie nah standen Sie dem Opfer? Sehr nah. Solange die K.O.-Tropfen gewirkt haben. Dann ist sie wieder aufgewacht und wollte mich verklagen. Da habe ich meine Zunge eingefahren und bin weg. Was wären deine letzten Worte an Drew gewesen? Lauf, Schlampe! Lauf! Shorty, du fährst doch hoffentlich nicht wieder ohne Papiere. Klar hab ich Papiere. Wie soll ich denn sonst die Filter für die ganzen Joints rollen, die wir Nigger brauchen, um high zu werden? Hey, kann ich dir helfen? Ja, was geht ab, Ray? Sollen wir euch Starthilfe geben, oder was? Nein, bei uns ist alles klar. Gut, mein Kabel ist nämlich gerade in Benutzung. Shorty, los, verschwinde. Ja, yeah, wir sehen uns dann. Peace, Ray. Mach den Koffer raus. Das geht nicht. Lass mich mal. Jo, hallo Shorty, was machst du gerade? Nichts. Ich guck ein bisschen Fernsehen und kiff ihn blöder. Bist du allein? Was geht ab? Was geht ab? Was ist da los? Wer ist noch da? Geh mal ans Telefon. Was geht da? Was geht da? Yo, Duki! Geh mal ans Telefon! Yo? Was geht da? Und was machst du so? Nichts. Nur rumsitzen. Aufschlitzen. Schön, schön. Ich hab gehört, Bobby ist schon wieder draußen. Ich hab ihn noch nicht gesehen. Ist er sauer auf mich? Weil du ihn als Candyman gebrandmarkt hast? Nein, du hast ihm nur das Herz gebrochen. Ist ja was? Das ist so, als hätte ich die Szene schon mal gesehen. War auf deiner alten Highschool auch ein Killer? Nein, dieser Film Scream. Derselbe Text, haargenau. Das ist echt krank. Und wie ging es da aus? Keine Ahnung. Ein paar Nigger haben im Kino eine Schießerei angefangen. Da sind wir abgehauen. Ohne Scheiß. Okay, ich finde, wir sollten uns nachher alle treffen. Und zwar heute Abend bei mir zu Hause. Und bringt Freunde mit, aber erzählt's nicht überall rum, okay? Versucht es daheim zu halten. Okay. Yo! Ne Party heute Abend bei Cindy! Weiße betrunkene Frauen für alle! Yeah! Kann ich dir ein Geheimnis anvertrauen? Na klar, Mann. Ich kann tote Menschen sehen. Mann, der Stoff haut einen echt um. Oh Mann, du musst echt noch ein paar Tüten bauen. Das Zeug ist echt abgefahren. Wir haben keine Blättchen mehr. Oh Mann, haben wir irgendwas, um eine Bombe zu bauen? Sie! Wahnsinn, Alter. Der Stoff hat rein. Ja! Oh Mann, bin ich fett. Hey, habt ihr das gehört? Dämliches Arschloch! Das war echt genial! Hallo? 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 Welchen Horrorfilm findest du am besten? Ich werde dich aufschlitzen wie ein Schwein! Hey, wartet auf mich! Hier im Haus ist ein Killer! Nackte Ärsche, Blut und Eingeweide überall! Das muss ein total Wahnsinniger sein! Wahnsinnig sind wir doch alle manchmal. Hobby, nein! Oh, scheiß!
weg! Oh mein Gott! Er hat meine Lunge erwischt. Ist auch ein Zug. Und, denkst du, du schaffst diesen Kurs, Shorty? Oh, das hoffe ich doch, Cindy. Du brauchst dringend eine gute Zensur, hm? Nein, was ich brauche, ist eine neue Wohnung. Meine Mutter hat mich rausgeworfen. Aber weißt du was? Ich habe auf dem College was Wichtiges gelernt. Den Wert von Büchern. Wirklich? Ja, guck dir das hier an. Jede Menge Papers. Echt klasse. Hey, hey, hey. Hey, kleiner Kerl, na, wie geht's dir? Verpiss dich, Brillenschlange. Was hast du eben gesagt? Ich hab gesagt, verpiss dich, Brillenschlange. Ach, du Idiot. Ich sollte dir tierisch in den Arsch treten, und zwar so, dass ich das... Komm mal wieder runter, Alter. Das ist doch nur ein Vogel. Hm? Hallo, Vögelchen. Will Polly vielleicht was zu essen? Polly will am Arsch deiner Mama knabbern. Was hat Polly gerade eben gesagt? Ich hab gesagt, Polly will am Arsch deiner Mama knabbern. Wag es ja nicht so, über meine Mama zu reden, Alter. Du kennst ja meine Mama gar nicht. Na, kenn ich deine Mama. Ich hab sie letzte Nacht gevögelt. Willst du dich mit mir anlegen? Ich misch dich auf. Oh, ich mach mir vor Angst schon in die Hosen. Scheiß drauf, ich werd dich fertig machen. Du sag, hey, tu mir einen Gefallen und halt meinen Zahn, Alter. Ich würd mich totlachen mit diesem albernen 70er-Jahre-Afro. Willst du dich mit mir anlegen? Na los, du hässliches Ding. Dann zeig mal, was du drauf hast. Du bist nein. Du redest doch nicht mit mir. Hast du mich verstanden, du verblödetes Federvieh? Ich werd dir zeigen, was ne Harke. Gute Nacht, kleines Pflänzchen. Trink schön das ganze Wasser aus, damit du schnell wächst und eine große, starke Marihuana-Pflanze wirst. Ja, ja, und dann wirst du von all den vielen Rappern gekifft, die daraufhin bloß noch irgendwelchen Scheiß machen und sich voll die Karriere versauen. Ja, so läuft das. Nacht die Nacht, Baby. Heute Nacht soll die Zahnfee gefälligst Kohle hier lassen. Hip-Hop Records präsentiert eine schöne Bescherung mit all den Wahnsinns-Weihnachtsklassikern wie Ihr Kinderland kippet, Jingle Balls und I'm Dreaming of a Wild Woman. Und nicht zu vergessen, Frosty der Dope-Mann. Und wie wär's mit Santa Claus, hol die Hute raus. Klingtittchen, Klingelingeling. Zugedröhnte Weihnacht überall. Vom Knast weit weg, da komm ich her. Jo, Mann, und Schlampe wird was geben. Und viele, viele mehr. Diese CD gibt es nur bei uns. Exklusiv für 1999. Es tut mir leid, ich wollte deine vielen Verwandten wirklich nicht rauchen, bitte! Ich bin doch nicht allein gewesen! Whitney und Bobby haben mir geholfen, bitte, lass mich runter! Oh, Scheiße! Oh, warte, nein, lass das! Oh, Kacke! Scheiße! Oh, mein Gott! Oh, Scheiße, was ist jetzt los? Hier riecht so verbrannt! Oh nein, das bin ich ja! Ich weiß, was wir tun können! Hilf mir! Nein, durch, Shorty! Nein, hilf mir doch nicht! Ich werd grad high wie nie zuvor! Zieh! Schön tief inhalieren! Oh, voll versagt, du Anfänger! Ey, du Penner, lass Shorty runter! Ich hätte hier was Leckeres zu knabbern! Hey, wie geht's denn so? Nein, lass das sein, lass die schön aus. Du siehst damit echt klasse aus. Ja. Oh, nein. Mach nicht alles kaputt. Das riecht ja klasse. Hallo, Cindy. Sag Hallö zu Cindy, Shorty. Hallö. Cindy? Shorty, geht es dir gut? Sag doch was. Morphium, Chloroform, Betäubungsmittel für Pferde, was haben Sie mit ihm gemacht? Dafür kann ich nichts. Dieses Zeug gehört alles ihm. Ja! Ist ja gut, Shorty. Wer ist bereit für das Hauptgericht? Bereit. Oh, Hilfe bitte. Nein. Oh. Was soll Yo, Beetlejuice ist hier. Dein Gehirn ist voll auf Droge.
Scheiße, Alter. Schau dich! Fick deinen Guppi. Scheißdreck, was ist los? Jo, ihr habt euch den Film gerade reingezogen? Das bedeutet, ich bin erledigt. Entweder bin ich im Knast oder schlimmer noch, tot. Aber abgesehen davon, hier die Überlebensregeln für solche Situationen. Regel Nummer 1, seid unbedingt schnell. Regel Nummer 2, Achtung, fallt nicht hin. Und Regel Nummer 3, was immer ihr auch tut, niemals umdrehen. Und jetzt wünscht mir Glück. Sachen krallen und weg hier! Komm zurück, ihr Arschbacken, ich mach euch weg!